Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier vor dem Gute-Hirte-Portal der Thomaskirche. Wir beginnen mit unserer Motette heute draußen, an diesem schönen Portal. Zugegeben, wir behandeln es schon etwas stiefmütterlich. Denn wir nutzen diese Tür in der Regel nur als Ausgangstür. Hat man dieses schöne Bild vom guten Hirten, der dem Schaf nachgeht, eher im Rücken. Heute schauen wir es uns aber mal etwas genauer an, gleich in der Ansprache. Denn morgen ist der gute Hirte-Sonntag, der zweite Sonntag nach Ostern. Das Ensemble Nobiles wird gleich singen und hat wie unser Assistenzorganist Lukas Euler ein paar Werke ausgesucht, die zu diesem Sonntag gehören. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Lassen Sie uns unter diesem ersten Vers aus dem 23. Psalm diese Motette feiern. Stärken und Stab trösten mich.
Liebe Gemeinde, wenn Sie in Leipzig wohnen, sind Sie hier bestimmt schon oft vorbeigegangen. An der Gute-Hirte-Tür der Thomaskirche. Aber vielleicht sind Sie hier noch nicht stehen geblieben. Es lohnt sich, das mal zu tun. Jesus, der gute Hirte, er hilft dem Schaf, das sich im Gestrüpp verheddert hat. Es kann sich nicht mehr selbst befreien. Ruhig und konzentriert befreit Jesus das Schaf aus der Lage, in die es sich offenbar selbst gebracht hat. Es sieht erschöpft aus und angeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der Hirte ist da und er tut, was zu tun ist. Es fällt nicht schwer, wir finden uns in diesem Bild selbst. Im Moment vielleicht besonders. Fühlen uns angeschlagen, wenn wir schlecht geschlafen haben. Verheddern uns in unseren Gedanken. In unseren Versuchen zu planen, wie es denn wohl weitergeht, unser Leben in den nächsten Wochen. Kreisen ständig um uns selbst und kommen nicht heraus aus dem Gestrüpp unserer Gedanken. Vielleicht gehört das mit zu den Dingen, die wir in dieser Corona-Krise zu bedenken haben. Wir betrachten die Welt gern unter dem Aspekt, dass wir sie uns aneignen wollen. Wissen, besitzen, durchschauen, erklären, optimieren, was auch immer. Manchmal durchaus so wie ein Schaf, das die Herde verlässt, weil es seine eigene Weide finden und besitzen will. Aber wie kommen wir klar, wenn wir uns dabei verheddern? Wenn wir nicht weiterkommen und verlieren, was wir fest zu besitzen glaubten? Wenn wir es nicht durchschauen und schon gar nicht optimieren können, sondern sehen, wie zerbrechlich es ist, unser Leben, wie im Moment. In den Texten des morgigen Sonntags finden wir etwas, was uns gut tut, woran wir uns orientieren können, an diesem guten Hirten, an Gott, der in all dem da ist und ruhig und gelassen seine Arbeit tut. Wir haben eben den 23. Psalm gehört in einer Vertonung von Paul Heller. Alles in diesem Psalm geht vom guten Hirten aus. Er lässt uns finden, was wir brauchen. Er führt uns zum frischen Wasser. Er geht hinter uns her, wenn wir dunkle Strecken in unserem Leben zurückzulegen haben, wo wir traurig sind, deprimiert, wo uns der Boden unter den Füßen wegzurutschen droht. Der gute Hirte bleibt dicht hinter uns, wo das passiert. Und er hat schon einen Ort bereitet, der unser Zuhause sein wird. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was für ein Gegensatz in diesem Psalm zu dem, wie wir oft unterwegs sind. Dass wir es machen wollen, haben wollen, erringen wollen, besitzen. Uns abstrampeln, bis wir uns so verfangen haben, dass wir mit uns selbst ziemlich allein sind. Was uns die Bibel mit diesem Bild vom guten Hirten sagen will, ob nun im 23. Psalm oder auf Jesus direkt bezogen, sie will uns offenbar sagen, du musst dein Leben nicht erringen. Du musst dich nicht rechtfertigen und renn nicht vorbei an dem, was schon da ist. Das, wovon du wirklich lebst. Und genieße es. Dir wird nichts mangeln. Lass deine Angst nicht über dich herrschen, dass du dein Leben verpassen könntest und dass du immer denkst, du müsstest noch schneller, noch besser, noch schöner, noch erfolgreicher, noch klüger sein. Am Ende führt das dahin, wo dieses angeschlagene Schaf sich verfangen hat. Der 23. Psalm gibt unserem Leben eine andere Perspektive. Sie reicht über dieses Leben hinaus. Es steht schon fest. Wir werden sein im Hause des Herrn immer da. Und immer heißt immer. Aus dieser Gewissheit haben Menschen jahrhundertelang ihr Leben und Sterben gestalten können. Haben in Krisen mit den Krisen gelebt.
haben sie integriert in ihr Leben. Auch die Niederlagen. Auch den Tod, die Trauer und den Schmerz. Aus Gottvertrauen. Der gute Hirte, er ist da. Er war da und er wird da bleiben. Und deshalb ist er oft über den Türen unserer Kirchen zu sehen, auch hier an der Nordseite der Thomaskirche. Ein bisschen verwittert ist er. Aber wie könnte es anders sein? Er ist, wo wir sind, in dieser Welt, wie sie ist. Und weil das so ist, können wir leben in dieser Welt, wie sie ist. Amen.
Wir beten. Unser Gott und Vater, dein Sohn Jesus Christus ist an unserer Seite. Er ist der gute Hirte für die, die es gerade schwer haben. Wir bitten dich, schenke ihnen offene Herzen und Sinne dafür, dass er an ihrer Seite ist. Wir bitten dich, sei du mit deinem guten Geist bei denen, die sich sorgen und keinen Lebensmut haben. Gib du ihnen Gefährten zum Geleit, Mut zu Ungewöhnlichem, Hoffnung über das Jetzt hinaus und Gewissheit für den morgigen Tag. Mit Jesu Worten beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.